Zwischen den Welten, die Abenteuer der Seele. Mit einem finsteren Gesicht näherte sich Kajur Jan, der sich mit seinen Freundinnen am Ufer eines wundersamen Sees ausruhte, auf dessen Oberfläche wunderschöne Lotusblumen schwammen. Ich muss dir eine traurige Nachricht überbringen. Ein schrecklicher Gerichtsprozess erwartet dich. Jan erschrak einen Moment lang und stellte sich einen Kessel mit Teer und glühenden Pfannen vor, wovon ihn die Teufel lecken lassen würden. Doch im nächsten Moment verstand er, dass Kajur scherzte, obwohl ihn tatsächlich ein Gerichtsverfahren erwartete. Ja, früher oder später durchlaufen alle dieses erhabene Mysterium. Nur die schlimmsten Sünder werden sofort vor Gericht gestellt und es gleicht der Hölle für sie. Kurz nach dem Prozess werden sie entweder umgewandelt oder leben in den unteren Schichten der subtilen Ebene nahe bei der Erde. Aber dieses Gericht ist keine Strafe, sondern ein Weg der geistigen Wiedergeburt. Denn Gott möchte niemanden bestrafen. Er belehrt den Menschen, lässt ihn die Wahrheit erkennen, lehrt den richtigen Blick auf das Leben. Und je früher der Mensch dies erkennt, desto schneller hört sein Leiden auf und er wird in der Gnade Gottes leben. Engel flogen zu Jan und brachten ihn in einen erhabenen weißen Tempel, erfüllt von göttlichem Licht und der Gegenwart des Allerhöchsten. Dort fühlte Jan, als hätte er sich in einen gewöhnlichen Teil seiner Seele und in den erhabensten spirituellen Teil seiner Seele aufgeteilt, der zuvor in ihm wie eingeschlafen war und selten erschien. Jetzt sah er sich aus der Perspektive dieses erhabenen Teils aus seinem Geist heraus. Sein ganzes Leben begann an ihm vorüberzuziehen, jedoch auf außergewöhnliche Weise. Er fühlte gleichzeitig alle Beteiligten jeder Situation, ihre Gedanken, Gefühle, Emotionen, körperlichen Empfindungen und ihre Sicht der Situation. Er sah, wie besorgt und ängstlich seine Eltern um ihn waren, wie sie in ihrer unwissenden Fürsorge versuchten, das zu tun, was sie für das Beste für ihr Kind hielten. Er empfand tiefes Mitgefühl für sie und Scham für sein rücksichtsloses Verhalten ihnen gegenüber, für seine verächtliche Haltung ihrer Liebe und Fürsorge gegenüber. Einerseits sah er, wie er durch Grobheit und Ablehnung seine Freiheit verteidigte, was er richtig für sich hielt, seine Individualität. Aber andererseits empfand er Mitgefühl für sie und verstand, dass sie mit jeder ihrer Handlungen ihm Gutes wollten, selbst wenn dieses Gute unangenehm war und seine Unabhängigkeit beeinträchtigte. Er sah, wie sie ihn zur Schule trieben, wie sie ihn zwangen, seine Lektionen zu lernen, wie er sich ständig dagegen wehrte und sich bei jedem Versuch, ihn zu erziehen, trotzig zeigte. Er erkannte, wie sehr sie unter seinem unhöflichen Verhalten und seinen ständigen Vorwürfen litten, dass sie seine Freiheit und seine Interessen bedrohten. Er spürte ihren Schmerz und ihre Sorgen um sein Schicksal, ihr Leiden wegen seiner dummen Taten und wegen der Tatsache, dass die Lehrer sie auf dem Elternabend wegen seiner Streiche tadelten. Er sah sich selbst als Schüler in der Schule, wie die Lehrer in ihrer selbstlosen Unwissenheit aufrichtig versuchten, ihn zu verbessern, das weiterzugeben, was sie für Wissen hielten und wie schwer es für sie war, aufgrund seines ständigen Widerstands und seiner Ausbrüche. Hier ist er, der die Mathelehrerin beschimpft, demonstrativ aus dem Klassenzimmer geht, ihre Zeitschrift vom Tisch wirft und die Tür zuschlägt. Hier ist er mit seinen Freunden, die Klebstoff auf einen Stuhl gießen, an dem die Lehrerin festklebt und als sie abrupt aufsteht und das Gleichgewicht verliert, fällt sie mit dem Stuhl auf die Seite. Er spürt ihren Schmerz, ihr Erleben dieser dummen Streiche. Er fühlt sich unbehaglich und beschämt wegen dieser Handlungen. Hier befestigen sie einen Eimer mit Urin über der Tür und als der Lehrer hereinkommt, wird er von dem Inhalt übergossen. Er spürt dessen Verlegenheit, seinen ohnmächtigen Zorn und seine Verärgerung gegenüber seinen Schülern. In ihm entsteht ein Gefühl von Schuld und Bedauern über diese Tat. Hier verspotten sie und schlagen den schwachen Goga mit seinen Freunden und machen sich über ihn lustig. Er zieht ihn schmerzhaft an der Nase, tritt ihn in den Hintern und spürt selbst den Schmerz, Gogas Angst und seinen unterdrückten Zustand. In ihm entsteht Traurigkeit und Mitgefühl wegen dieser Handlung.
Hier wird er selbst von Feinden aus der nächsten Klasse direkt vor der ganzen Schule verprügelt und in eine schmutzige Pfütze gestoßen. Er steht auf, völlig durchnässt, und sie verspotten ihn und lachen über ihn. Er spürt ihre spöttische Selbstzufriedenheit und er wird traurig, dass sie ihre Seelen zerstören, indem sie in ihnen negative Eigenschaften züchten. Hier ist er vor Wut tobend, stellt sich vor, wie er seine Feinde verprügelt, quält und verstümmelt. Obwohl es nur seine Vorstellung war, erlebte er ihre Schmerzen und Qualen tatsächlich, wenn auch in einer schwächeren Form, als wenn es in der Realität passiert wäre. Er empfand Reue, dass er der Wut und der Rachsucht erlaubte, ihn zu überwältigen und sich diese grausamen Szenen auszumalen. Hier freundet er sich mit Inna an. Er wollte nur Sex, während sie nach lebenslanger Liebe suchte. Er schämte sich, dass er sie einfach sexuell benutzt hatte und außer Besitzanspruch und grundloser Eifersucht hatte er nichts für sie übrig. Es gab keine echte Liebe. Er spürte ihre Verbundenheit mit ihm, ihre Gedanken, die ständig um ihn kreisten, ihre Sorge und seine eigene Kälte und Gleichgültigkeit ihr gegenüber, seine ständigen Vorwürfe und verletzenden Worte, die sie tief verletzten und unter denen sie litt, weil sie nicht die Liebe und Zärtlichkeit von ihm erhielt, die sie sich wünschte. Wie konnte er sie auf einer betrunkenen Party mit einer anderen betrügen? Als sie davon erfuhr und es ihr schwer fiel, fing sie an zu weinen. Er spuckte sie an und ging, ohne sie zu beruhigen. Er erlebte all ihre Gedanken, all ihr Leiden, sah die Welt mit ihren Augen und erschrak darüber, dass er den Menschen, der an seiner Seite war, überhaupt nicht kannte und nicht verstand. Dann konnte er nicht verstehen, wie sie seine Ausbrüche, Gleichgültigkeit und Grobheit ertrug. Aber jetzt spürte er ihre Verbundenheit zu ihm, dass er für sie der Nächste und Geliebte war. Es machte ihn sehr bitter, dass er so gefühllos ihr gegenüber war, ihre Gefühle nicht verstand und nicht erwiderte. Wie sie all seine Ausbrüche und Beleidigungen ertrug. Er empfand tiefes Mitgefühl dafür, dass sie sich mit einem solchen Dummkopf und gefühllosen Menschen wie ihm verbunden hatte. Er konnte nicht einmal verstehen, wie man ihn überhaupt lieben konnte, wie man all das ertragen konnte, was er anstellte. Und er sah, dass sie ein starkes Bedürfnis hatte, jemanden zu lieben, mit einem Mann zusammen zu sein, einen Partner zu haben. Zum ersten Mal sah er sich und die Welt durch die Augen einer Frau und war erstaunt, wie sehr sich seine Wahrnehmung von ihrer unterschied. Für ihn war sie nur eine von vielen, mit der er einfach seine Lust befriedigte. Er war nur mit ihr zusammen, weil sie sich ihm selbst aufdrängte, weil es für ihn bequem war, weil es so ist, dass jeder einen Partner hat, also sollte auch er eine Freundin haben. Doch für sie war er der nächste und vertrauteste Mensch, an den sie ständig dachte, sogar über Dinge, die er nicht einmal beachtete. Wie er schaute, was er sagte, wie er atmete, wie sein Herz schlug, wenn sie nebeneinander schliefen. Aber er sah in ihr einfach nur ein süßes Mädchen, immer bereit, von ihm gevögelt zu werden und ihm wie ein Hündchen zu folgen. Er interessierte sich überhaupt nicht für ihre Emotionen, ihre Gedanken, ihre innere Welt. Er lebte nur in seiner eigenen Wahrnehmung. Und am Ende verursachte er ihr mit seinem Suizid so viel Schmerz, dass sie das Gefühl hatte, ihr Leben sei mit seinem Tod zu Ende gegangen. Er wusste nicht einmal, dass sie ihre Beziehung und seinen Tod so tief empfand. Er schämte sich zutiefst für seine Herzlosigkeit, Gefühllosigkeit und seine gleichgültige Einstellung gegenüber jemandem, der ihn so liebte, der so an ihn gebunden war. Er fühlte sich völlig unwürdig und ungeeignet für eine solche Beziehung. Er dachte, er verdiene nur Verurteilung und Verachtung von ihrer Seite und auch von allen anderen Menschen. Tränen des Bedauerns erstickten ihn wegen seiner Herzlosigkeit, Gefühllosigkeit und Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen Menschen, wegen seines Egoismus, wegen seiner Gedanken, die nur um ihn selbst kreisten, wegen seiner Missachtung der Gefühle und Wünsche anderer Menschen. Er sah sich aus der Sicht seiner Freunde und Bekannten,
Seine ständige Angeberei und Überheblichkeit, seine schmerzhaften Vergleiche, wer cooler ist, wer mehr Geld hat, wer ein cooleres Outfit hat, seine Eifersucht auf diejenigen, die nach den Maßstäben der kranken Gesellschaft erfolgreicher, klüger, reicher waren und die cooleren Mädchen hatten und wer die beste Karre hatte. Er sah die erfundenen Charaktere dieser Vergleiche, ihre Dummheit, wie sie durch Filme, Gespräche untereinander und das ständige Streben nach Überlegenheit über andere aufgedrängt wurden, das dumme Streben, all die Attribute des Erfolgs zu haben, die Werbung, Fernsehsendungen, die ständige Absicht, sich mit anderen, die von Prestige und Coolness besessen sind wie er, zu verbinden, das ständige Bestreben, den coolsten Helden aus Filmen oder Menschen aus seinem Bekanntenkreis ähnlich zu sein. Er hat es gleichzeitig lustig und beschämend gefunden, dass er sich in diesen albernen Spielen der Coolness, der Eifersucht und des Vergleichs engagierte und gleichzeitig dachte, er sei etwas Besonderes, der Klügste, der frei von den Konventionen der Gesellschaft sei, obwohl er vollständig aus diesen Konventionen gewoben war und genauso wie alle anderen Jungs in seinem Kreis war. Er erkannte, dass er ein vollkommener Narr war. Ein Papagei, der die Worte anderer wiederholte. Ein Affe, der alles nachahmt, was er sieht. Er fühlte, dass er nicht mehr so sein konnte, dass er sich selbst widerlich und abscheulich fand. Und zugleich wusste er nicht, wie er anders sein sollte, wie er sich ändern könnte. Er wollte nicht mehr so sein, wie er war, aber er wusste nicht, wie er alles auf einmal ändern sollte und empfand Angst und Scham über seine Existenz. Nach dem schrecklichen Gericht wandte sich Jan an den Engel. Ich sah, dass Sünden keine bloßen Handlungen eines Menschen sind, sondern ein zerstörerischer, negativer Prozess, der in unserem Geist und unserer Seele existiert. Dieser Prozess führt bereits zu schlechten Taten, manifestiert sich jedoch viel häufiger in schlechten Gedanken und qualvollen Emotionen. Er ist vergleichbar mit einer Krankheit im physischen Körper, denn praktisch alle chronischen körperlichen Krankheiten sind das Ergebnis zerstörerischer Prozesse in der Seele. Ich erkannte in mir Gier, Eifersucht, Rache, Ärger, Feigheit, das Verurteilen anderer. Und anfangs als angenehm erscheinender Stolz, Egoismus und Selbstgefälligkeit. Doch später verwandelten sie sich in Leiden meiner Seele. Wenn ich sah, dass jemand besser ist oder ich das Gefühl hatte, dass mir etwas vorenthalten wurde, nicht so lief, wie ich es wollte, erkannte ich, dass ich wegen dieser negativen Prozesse nicht glücklich sein konnte und nicht in der Gnade und Liebe verweilen konnte, die mir von Gott von Anfang an gegeben wurden. Was musste ich also tun, um diese schmerzhaften Manifestationen meiner Psyche zu beenden und Freude, Inspiration und erhabene Zustände zu erlangen, die einer gesunden Seele eigen sind? Du musst zuerst den gesamten Umfang der negativen Zustände in dir kennen und zugeben, dass sie schlecht sind. Solange ein Mensch glaubt, dass es in Ordnung ist, diese Zustände zu haben und dass er ohne sie nicht auskommen kann, werden sie existieren. Wenn er sich an einen dieser Zustände klammert und sie rechtfertigt und sogar als nützlich oder gerecht betrachtet aus seiner Sicht des Lebens, mit all seinen negativen Erscheinungen, dann, wenn er dies erkennt und den Wunsch hat, sich von diesem Schmutz zu lösen, muss er erkennen, auf welcher Grundlage die Lügen in ihm existieren. Möglicherweise glaubt er, dass er das Recht hat, schlecht zu sein, wenn andere nicht das tun, was er will. Dass ihm jemand etwas schuldet, dass alle auf eine bestimmte Weise mit ihm umgehen müssen oder dass er sich selbst lobt und rühmt, um auf diese Weise sein Zentrum der Vergnügung zu kitzeln und dann verärgert ist, dass ihn niemand anerkennt oder ihn so großartig findet. Oder er fängt an, sich verschiedene negative Situationen auszumalen oder sich daran zu erinnern und hat dann Angst, dass sie auftreten, verfällt in Niedergeschlagenheit oder wird auf alle wütend.
Misstrauen und Boshaftigkeit gegenüber denen, die angeblich Anspruch auf seinen Platz oder Zustand erheben, kommen in ihm auf, ohne dass er versteht, dass sie ihm vorübergehend von Gott gegeben wurden und genauso von ihm genommen werden können. Wenn du all diese Lügen siehst und sie entlarvst, ihnen nicht nachgibst, sie durch richtige, positive Gedanken ersetzt, wirst du dich von deinen Sünden befreien und in der Lage sein, in einem Zustand endlosen Seligkeiten zu gelangen, der von Gott deiner Seele von Anfang an gegeben wurde. Nach dem schrecklichen Gericht fiel plötzlich das Verständnis von Gott auf Jan herab. Gott ist unendlich in allem. Und er schuf zusammen mit dem Paradies auch solch schwere Welten wie unsere Erde. Denn er konnte das eine nicht erschaffen, ohne das Gegenteil zu schaffen. Er konnte das Paradies nicht erschaffen, ohne die Hölle zu erschaffen. Denn er ist die Vollkommenheit. Aber Hölle und Paradies, Gut und Böse, Unwissenheit und Allwissenheit verwendet er, damit die Seelenwesen die vorübergehende Erfahrung all dieser vielfältigen Erlebnisse erhalten und die Vollkommenheit Gottes und seines unendlichen Schaffens verstehen und ihm ähnlich werden. Es ist keine Strafe und keine Belohnung, sondern Unendlichkeit des Erkennens, denn Gott gibt Wissen nicht durch Bücher, sondern durch die Erfahrung des Lebens. Aber nachdem wir Böses, Unwissenheit und Leiden erlebt haben, werden wir nicht mehr zu ihnen zurückkehren, denn es gibt keinen Sinn in der endlosen Wiederholung desselben. Es ist ähnlich wie bei einer Wanderung in die Berge, wo wir erstaunliche Schönheiten sehen, aber gleichzeitig geht diese Wanderung nicht ohne Schwierigkeiten vonstatten, aber diese sind vorübergehend und nachdem wir sie durchlebt haben, werden wir nie wieder zu ihren schmerzhaften Prüfungen und Lektionen zurückkehren. Der Zeichentrickfilm basiert auf dem Buch Zwischen den Welten – Die Abenteuer der Seele. Lies Zwischen den Welten – Die Abenteuer der Seele auf der Website amazon1.org/books. Weitere interessante Praktiken, spirituelles Wissen und Geschenke erhältst du auf den Websites unserer Partner. Details findest du in der Beschreibung.